Wow, würfel mal überzeugen. Okay, ich glaube, ich habe ich nicht, aber ich schaue kurz nach. Uns überreden abgeleitet. Gesellschaft. Ich habe überzeugt. Oh, ich bin gut im Überzeugen. So ein richtiger Daro-Hunger, ganz ehrlich. wie man seinen Charakter so kennenlernt. Ich will einmal mein Glück würfeln. Ja, wir nehmen den Erst. ersten. Null. Kein Schicksalspunkt, weil du den verbrannt hast. Ja, dann sind es nur 4 Punkte. Ja. Warte, Sie. sind das Seekriegsfakultät? Denn ich habe einen guten Ruf 5 in der Alanfana Armada. Dann würde ich die tatsächlich, also wenn nicht hier, dann wo sonst? Ja, dann habe ich alle 9 Punkte über. Ja. Okay. Dann funktioniert das auf alle Fälle. Super. Also mit den 4 Punkten nicht, aber 9 Punkte sollen wir dann reichen, damit da ein paar gute Geschichten bei rumkommen. Möchte Zulami noch irgendwas tun? Ich möchte hinterher mit Abelmir über die Eleven lästern. Also nicht zu Borbardianismus oder Galotta oder. Es überrascht Feiern. mich, Abelmir, dass diese Eleven so dreist sind. Das bin ich aus Versehen nicht gewöhnt. Ich hätte gedacht, hier in Al-Anfa würde mehr Zucht und Ordnung herrschen. Ja, es ist erstaunlich, wie uninspiriert und nun ja, nicht konsequent hier in der reinen Lehre durchgegriffen wird. Chabob Saldilaban züchtigt sie mit einem krabbelnden Strecken. Und es gibt diesen Raum im Keller, ich kenne ihn nur von Erzählungen, in dem sie die Schatten einsperren, die nun ja bei gewissen Unfällen entstanden sind, wenn die Studiosi den Duplikatus lernen. Ja, das wäre hilfreich, aber ich fürchte, das ließe sich hier nicht durchsetzen, da einige dieser Eleven nun ja Söhne und Töchter der Grandenfamilien sind. Oh, das ist in Fasar durchaus auch so. Aber die Eltern sind teilweise noch strenger als ihre Lehrer. Aber das scheint hier anders zu sein. Ja, leider. In Betana sieht man das auch anders. Vielleicht sollten wir eine ja, etwas praktischere Lehrmethode einführen. Ich denke mir etwas zur nächsten Sitzung aus. Nun, ich Etwas, was habe. sie etwas aufscheucht und etwas, nun ja, zum Keuchen bringt. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Ich habe versucht, zu tun, worum ihr mich gebeten habt, aber ehrlich gesagt, die meisten Eleven kamen mir eher ein bisschen schläfrig vor. Ich denke, es übersteigt die Intelligenz oder nun ja den Ausbildungsstand der meisten, was ihr ihnen erzählt habt. Ich fürchte auch, aber nun ja, man muss ihnen früh die falschen Lehren aus dem Kopf treiben, um ihnen keine Flausen nun ja, entstehen zu lassen. Nun ja, vielleicht könnt ihr es trotz allem ein wenig mit Zuckerbrot und Peitsche versuchen. Ihr wisst schon, wenn sie einige Minuten aufmerksam gelauscht haben und vielleicht auch sich konstruktiv am Unterricht beteiligt haben, dann könnt ihr ihnen ja vielleicht etwas Spektakuläres erzählen über Galotta oder was auch immer ihr so erlebt habt. Meint ihr, das würde helfen? Ich dachte ja an nun, ja. In Betana zur Ausbildung haben wir einen Rundkurs gemacht und am Ende dieses Rundkurs mussten wir einen Kantus ablassen und nun ja, je nachdem, wie gut dieser Kantus gelungen ist, mussten wir weitere Runden laufen. Nun, mit der Züchtigung scheint das hier ja ein wenig schwierig zu sein, wegen der Eltern. Aber vielleicht könnt ihr sie bei ihrem Ehrgeiz packen und ein wenig gegeneinander ausspielen. Ich denke, das ist sehr alanfanisch. Vielleicht bekommt ihr sie so. Meint ihr ein magisches Turnier gegeneinander? Eine interessante Idee. Oh, und ehrlich, deine ganze Familie hat zugesehen, wie sich dein Bruder eingenässt hat. Oh, das muss so unangenehm für ihn gewesen sein. Oh, Zulamin, Abelmir, da seid ihr ja. Wir sind gerade fertig geworden, Diamantis und ich. Woltax, liest du jetzt die Tagebücher schon in deiner Vorlesung? Nein, welche Tagebücher? Nein, Diamantis hat mir über seinen Bruder erzählt. Diamantis, möchtest du Zulamin auch nochmal erzählen, was du mir gerade erzählt hast? Ja, eine äußerst peinliche Geschichte. Meine Mutter wollte ihm eigentlich meinem eigentlichen Vater vorstellen. Ihr müsst wissen, Azad ist nur mein Halbbruder, deswegen. Unterschiedliche Hautfarbe, er ist ein Moha und ich nicht.
Er hat sich so vor meinem Vater gefürchtet, dass er sich vor allen Anwesenden, vor meiner Familie, vor den Sklaven, vor unserem Haushalter in die Hose gepisst hat. Wartet, Bruder? Wolltet ihr dem nicht einen Besuch abstatten? Ja, das hat er bereits, aber er wurde von seinem Bruder herausgeworfen mit einem Eolitus. Und das erzählt ihr euren Eleven? Naja, mein Eleven hat er es erzählt. Es hatte etwas mit dem wechselhaften Charakter der Luft zu tun und der Seichtigkeit. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr euren Bruder öffentlich demütigt. Er gehört zu eurer Familie. Das ist Al-Anfa, oder Diamantes? Da macht man sowas. Ich habe ja versucht, das Kriegsbeil zu begraben, aber wenn er Krieg will, dann gibt es Krieg. Ach, habe ich euch schon von seinen Blähungen erzählt? Dieses Problem hat er immer noch. Nein. Nein, davon wollen wir keine Details wissen, Diamantes. Ach, schade, ich könnte mich den ganzen Abend drüber auslassen. Ja, früher immer eine Qual. Aber ja, mir was. So könnt ihr den Ausführungen von Diamantes über seinen Bruder die nächste Stunde zurück zu eurer Mondsilbe, den Drachentöter, lauschen. Euch so kleine Gespräche nebenbei und dann trefft ihr wieder auf Jarlan, der natürlich schon die Aufträge für Kanesetianer gegeben hat. Steht gerade an Deck der Reling, beziehungsweise vorne auf dem Schiff und lässt sich noch ein bisschen den Wind um die Nase streichen und dann kommt ihr wieder zu ihm. Noch zwei Fragen. Ich habe Kanesetianer natürlich zuallererst erstmal ausgequetscht über die Gifte, die wir ihm gebracht haben. Kann er eines von diesen beiden Purpurblitzen zu dem matchen, das er schon untersucht hat? Also ist eines von beiden deckungsgleich. Also das Gift wurde nicht untersucht von Kanesetiane, sondern von eurer Bordalchemistin, und zwar Netia von Pericum. Genau. Das Tolle an Purpurblitz ist, das kann euch jetzt Kanesetiane sagen, dass Purpurblitz nicht zurückverfolgbar ist. Also es löst sich nach Schädigung der Organe und so weiter auf und es bleibt kein Rest mehr übrig. Aber wir hatten ja den Mengenbelag und in dem war bestimmt ein Reststück drin. Er kann es dann auch zurückverfolgen, also das war dann wohl, ja, das war das Purpurblitz. Also im Grunde muss ich ja wissen, ob es die Krötenschemel oder die hast du nicht gesehen, Variante war. Ja, das war dann das Maraskengift, das ist das teurere. Also normalerweise diese Marasken, da sind ja diese Riesenspinnen, die 2 Meter großen auf Maraskan, die essen diesen Krötenschemel. Und sowohl der Krötenschemel ist giftig, als dann eben auch das Gift der Maraske. Das Maraskengift ist dann einfach einmal, also dass der Krötenschemel einmal durchgewandert und bildet dann das Gift. Okay. Und das ist einfach die teurere Variante, gibt es nicht so viel von und ist dann eben noch mit Tiergiften versetzt und nicht eben nur Pflanzengift. Okay, weil das ist das Wichtige, damit wir hinterher auch entscheiden können, wo das eigentlich hergekommen ist. Und nächste Frage, wir hatten ja die Wurfstücke von dem Mengbelar. Ist der Bauart gleich zu dem, den Horun uns geliefert hat? Da bräuchtet ihr, das wäre dann eher was für die Handwerker, Lahalkasch, ja genau. Also Angroschminia hat davon gar keine Ahnung. Da gibst du das, die ist irritiert, warum man eine Waffe aus Glas fertigen sollte. Aber Lahalkasch kann das dann, also die Stunde, die dann die anderen, oder die 3 Stunden, die die anderen dann in der Vorlesung sitzen und zurückbrauchen, die wird Lahalkasch dann aufwenden, um das dann eben zu verifizieren. Also das Gift hatte Horun beschafft und der Mengbilla und das Gift ist identisch. Okay, das heißt nämlich, dass wer auch immer unseren Typen vergiftet hat definitiv, dass er, oder sehr vermutlich ist auch bei Horun beschafft. Also ist wichtig. Oder Horun hat es von demjenigen. Oder Horun hat es von demjenigen, selbstverständlich. Aber so oder so werden wir über Horun dann diese Verbindung herstellen können. Ja. Irgendwie. Okay, letzte Frage, hat damals nichts mehr zu tun. Kann Kanesetiana irgendwie die Wirkungsdauer von Mandragora erhöhen? Würde das irgendwie über eine gute Werkstatt funktionieren nach WDR? WDA gibt da gar nicht. Mandragora steht nicht mal im WDA. Ja, ich hab's nämlich auch nicht gesehen. Es ist Mandragora wird einfach, du kochst eine Alrauna ab und schmierst es auf deine Waffe. Und das macht dir halt ein bisschen schlecht. Das wirkt halt normalerweise, ich glaube, 3 Minuten oder so. Die Frage ist, kann man das irgendwie zu einem Einnahmegift umarbeiten, sodass es einen halben Tag wirkt oder so? Also wenn du es zum Frühstück isst, dass du dich dann... Wenn du die Wirksamkeit von irgendwas erhöhen willst, dann normalerweise ist die Antwort eine Alrauna, aber das ist ja schon eine Alrauna. Ich will ja nicht die Wirksamkeit hören, ich will nur, dass es länger wirkt. Ich meine, normalerweise ist es auch ein Waffengift. Man muss irgendwie zu einem Einnahmegift immer mal weiter. Nee, also die Regeln geben es nicht her. Kann er nicht. Kann er nicht, okay. Dann gut. Fragen kostet nichts. Ja. Aber dann soll er mir nochmal, sagen wir so, 10 Dosen herstellen. Das Zeug kostet ja nichts. 10, na gut.
Ja, musst du halt auftragen. Also das Auftragen, ja, also ne, kostet dich halt Aktion im Kampf. Das ist das. Was ja, der Plan ist es, das irgendwie wurfmesserig zu machen. Okay. Whatever. Dann, ja, gut. Gut, ja, so steht ihr an Bord, neben eurem, also auf dem Vorderkastell, neben euren Rotzen, Bardo und Cella, oder wie auch immer die anderen sie genannt haben, da seid ihr noch nicht ganz durchgestiegen. Und könnt euch dann mit Blick auf den Rabenfelsen unterhalten. Ja, ihr seht fertig aus. Och, eigentlich war es ganz erquicklich. Ich meine nicht dich, Bortax, ich meine ja die beiden da hinter dir. So, ja. Das war eine anstrengende Vorlesung. Vor allem für die Eleven. Also nichts gegen Will Smiths Vorlesung, aber wenn ich noch einmal eine besuchen würde, dann auf jeden Fall die von Bortax. Ja, meine sind schon besser. Aber mir vielleicht muss ich euren Eleven mal etwas über Antimagie beibringen. Oh, nun, wenn ihr dort Expertise habt, gerne. Ja, dann ihr könnt auch gerne in eine von meinen Vorlesungen kommen. Die sind viel spaßiger als die von Abelmir. Sicher doch, sicher doch. Warum verschieben wir dies nicht auf einen späteren Zeitpunkt? Morgen. Ja, alles klar. Nun, wir müssen uns auf das Turnier vorbereiten. Alle? Ich habe bereits mit Kanna Zitiana gesprochen, einige Dinge in Auftrag gegeben. Was denkt ihr, können wir noch tun? Und wir könnten herausfinden, wer aus der Todesechse noch an diesem Kampf teilnimmt, welche Gladiatoren aufgefahren werden, welche Kampfweisen sie bevorzugen. Ich hoffe, es gibt eine öffentliche Liste, in die man sich einfach reinschreibt. Dort werden wir dann einige Namen herauslesen können und hoffentlich über diese mehr erfahren. Und zum Zweiten wäre es, wie profitieren wir außer mit der Steigerung unseres Rufes nun auch pekuniär von diesem Kampf? Ich nehme an, ihr meint damit, wie viel Geld verdienen, ja? Monetär. In der Tat. Nun, wir könnten bei den Gräumen wetten. Dann müssten wir natürlich bei den Gräumen wetten. Wenn wir ja, nicht bei den... Seht es so, Bortax, die Gräume gewinnen so oder so, ob mit uns oder ohne uns. Das Problem ist, ich befinde mich hier in einer Zwickmühle. Ich möchte den Echsen gerne einschenken. Aber gleichzeitig hasse ich die Gräume. Ich weiß nur nicht, ob ich die Echsen oder die Gräume mehr hasse. Lasst mich euch sagen, Prios sieht alles und er versteht, dass wir manchmal unbequeme Kompromisse eingehen müssen. Denn so sprach schon die heilige Hildemara, wer ohne Sünde sei, der warf den ersten Stein. Ich glaube, in dem Fall ist es... Angroschaft, die Echsen seht es, mehr seht als die so. Gräume. Seht es doch so. Die Gräume ärgern sich nur, wenn sie weniger Geld verdienen, als sie es gekonnt hätten. Aber die Echse ist danach erledigt. Oder zumindest schwer verwundet. Das ist richtig. Wie wäre es mit einem Plan, mit dem wir beide Parteien schädigen? Sowohl die Gräume als auch die Echse. Ich bin ganz ohr. Nun, wir platzieren eine Wette bei den Gräumen auf uns und gegen die Echse. Ich gehe davon aus, dass wir diesen Kampf gewinnen. Nun müssten uns diese Gräume nun ja auszahlen. Was würde geschehen, wenn sie das nicht könnten? Weil nun ja, ihre Mittel... abhandenkommen würden. Nun, ich würde sie hochnehmen und ordentlich schütteln, solange bis Gold rausfällt. Nun ja, ich denke, die Granden und die Fahners, die auf, nun ja, Wetten platziert haben, würden noch etwas mehr tun. Und ihr habt sicherlich eine Idee, wie wir diese Gräume um ihr sicherlich sowieso erraubtes Vermögen erleichtern können? Noch nicht, aber nun, wir müssten einen Plan ausbaldowern. Also es bedeutet einfach nur, wir müssen eine absurd hohe Summe auf uns selbst setzen. Die wir vielleicht mit einem Wechsel begleichen könnten, der ein paar zu viele Nullen drauf hat? Ach, ihr müsst... Na, ich habe da eine Idee. Ich zahle das aus meiner Kasse. Wie viel ist eine absurd hohe Summe für euch? Ja, ich dachte so an 10.000 Dukaten. Woher habt ihr 10.000 Dukaten? Ich bin ein sehr sparsamer Zwerg. Außerdem sind es Edelsteine. Nun, Captain, wir sollten herausfinden, ob diese Summe auch ausreicht. Allerdings würde die Barschaft das vermutlich hergeben. Wir sollten herausfinden, wie die Gräume ihre Wetten tätigen und nun ja, welche Sicherheit sie besitzen, um diese Beträge auszuzahlen. Wenn sie keine Sicherheit mehr hätten oder wie gesagt, diese Barschaft abhanden kommen würde, nun ja, sie könnten nichts mehr ausbezahlen und sie wären nun ja aus dem Geschäft heraus. Ich bin mir sicher, solche Informationen lassen sich gegen ein wenig Aufwandsentschädigung bekommen. Ich werde mal im Fax-Tempel nachschauen. Vielleicht
Bin nämlich in die richtige Richtung weisen. Das klingt nach einem Plan. Nun, so oder so, wir sollten uns darauf fokussieren, diesen Kampf zu gewinnen, denn welchen Gewinn auch immer wir aus den Gräumen pressen können, wird nicht sein im Vergleich dessen, was wir von den Granden erbeuten könnten. Ich meine natürlich, ihr wisst, was ich meinte. Nun, gibt es noch etwas zu tun? Am heutigen Tage? Also uns alle persönlich vorzubereiten? Ich denke nicht. Wie gesagt, werden noch einige Erkundigungen einholen, aber... Und die Feier natürlich feiern. Aber alles andere sollten wir hinterher... ansetzen. Ich werde, falls Sie sie wirklich brauchen, mich um diese... nun ja, Wechselmaschine... kümmern. Ja, warum nicht? Und natürlich auch um den Besitzer. Seht es so, Preis wird euch dankbar sein, wenn ihr diese Maschine aus dem Verkehr zieht. Allein schon dafür. Nun gut. Also haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich wollte mich auf jeden Fall noch mit dem Großadmiralissimus unterhalten, aber das hat wohl bis nach den Kampfzeit. Also keine Eile diesbezüglich. Nun gut. Dann los, schätze ich. Ja, so vermutlich wird dann auch jetzt wieder Ende des Tages sein. Und ihr könntet dann schlafen gehen oder andere Dinge des Abends machen, also studieren. Müsste jetzt im Grunde 8 oder 9 sein. Ja, genau. Also ihr könnt natürlich noch ein bisschen was machen, aber geht jetzt schlafen. Das geht natürlich auch. Generische Beschäftigung und dann schauen wir den nächsten Tag. Ich gehe natürlich noch zu Zulamin und teile ihr den Gossip mit, den wir mitbekommen haben. Beziehungsweise auch alles, was ich noch so in den Büchern gelesen habe, während sie nicht da gewesen ist. Oh, und wusstest du, dass Abelmir und seine Cousine einmal sehr innig miteinander waren? Tatsächlich? Ja, ja. Pikant, nicht wahr? So etwas erzählt er uns natürlich nicht. Nur diese Sache, dass er nie zu den richtigen Festen eingeladen wurde. Nun, ah ja. Oh, und Jalan hatte mal eine Knappin gehabt. Was aus der geworden ist, weiß ich aber nicht. Tja, vielleicht kommt das irgendwann näher an der Gegenwart? Wie weit geht denn das Tagebuch, das ihr habt? Oh, ich habe nicht so weit gelesen. Bin irgendwann dann doch eingeschlafen. Es ist so schwierig, die Schrift von Jalan zu entziffern. Er ist nicht besonders gut im Schreiben. Und seit er mit links schreibt, ist ihm nur noch schlimmer geworden. Nun, aber Abelmirs hingegen kann man sehr schön lesen. Und, naja, meine Schrift kenne ich ja, da muss ich nichts lesen. Die Seiten überspringe ich dann meistens. Es ist aber auch viel weggefressen, was irgendwie problematisch ist. Deshalb muss ich mir manchmal Sachen zusammenreimen. Es könnte auch sein, dass er sich einfach nur sehr gut mit seiner Cousine verstanden hat. Das ist Interpretationsspielraum. Ah, ich verstehe. Nun, aber das habt ihr nicht von mir gehört, hm? Nein, natürlich nicht. Und sprecht die Tagebücher nicht an. Das war vorhin ganz schön knapp. Entschuldigt, aber ich dachte wirklich... Nun, es war ein etwas merkwürdiger Zufall, dass Diamantis von sich aus auch mit diesen alten Geschichten aus seiner Kindheit anfing. Tja, naja, Familie ruft häufiger etwas wach. Nicht wahr? Tja, scheint so. Oh, und wusstet ihr, dass Rafim hier mal eine Bande hatte? Tatsächlich? Straßenraben oder so. Mit denen war er in den ersten 9 Lebensjahren hier in Al-Anfa ein richtiges Unwesen in den Straßen. Die haben sich Schlachten mit anderen Banden geliefert. Er müsste ja eigentlich auch Familie hier haben. Oder denkt ihr, sie sind alle tot? Ich habe zumindest einen Namen gefunden. Maradiena? Ich konnte es nicht so genau lesen. Vielleicht auch Madonna. Das müsste ich ihn nochmal fragen. Aber ich hoffe, wir sehen ihn bald wieder. Dein Auftrag im Dschungel kann sich ja nicht mehr so lange ziehen.
Er hat auch noch keine Anstalten gemacht, seine Verwandten zu besuchen oder so. Also nicht wie Diamantes. Dabei war er jetzt auch schon eine ganze Weile weg. Ja. Naja, vielleicht sind sie wirklich alle tot. Meine, wäre nicht so unwahrscheinlich, wenn er mit 9 Jahren in einer Straßenbande gelebt hat. Das stimmt. Vermutlich wäre es dann pietätlos, danach zu bohren. Ja, aber selbst dann hätte er sie doch vermutlich auf dem Bohrensanger besucht. Ich weiß nicht. Hier wird der Bohrenskult ja ganz anders gefeiert. Ja, stimmt. Ach, und ich muss mich immer noch um ein Begräbnis für Avianda kümmern. Abelmir und ich sind durch den Park gegangen, in der Hoffnung, dass wir dort einen Abesgeweihten finden würden. Aber davon gibt es wohl nicht so viele hier in der Gegend. Wir hatten jedenfalls kein Glück. Ansonsten vielleicht einfach mal im Hesinde-Tempel vorbeigehen und fragen, wie man so Avesgeweihte am ehesten begräbt. Stimmt, das ist dann zwar nicht aus erster Hand, aber was sie im Hesinde-Tempel nicht wissen, das... Nun ja. Ganz genau. Das wäre auch die Überlegung. Ich kenne da eine sehr nette Hesinde-Geweihte, die Abel mir auch schon auf einen Rechenfehler hingewiesen hat. Ich kann euch... Ah nein, ihr habt sie, glaube ich, auch schon kennengelernt, als wir zu diesem Turm gegangen sind. Dem Wahrsager. Oder? Beim Wahrsager war ich noch nicht. Ah, nein, ihr wolltet mich begleiten, aber das haben wir dann nicht geschafft, weil wir zur Vorlesung mussten. Stimmt, so war das. Ja, wir hatten immer so viel zu tun. Ja, wir können euch ja morgen einfach einander einmal vorstellen. Dann können wir auch gleich zum Wahrsager gehen, falls euch das noch interessiert. Oh, das interessiert mich auf jeden Fall. Ich würde mir gerne selbst ein Bild machen, denn ihr kennt euch ja alle nicht so aus mit dem Deuten der Zeichen. Nun, in der Tat, das ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Ich erkenne nur die Zeichen, die Sumu mir sandt. Und, naja, die sind meistens in Form von Elementen. Ja, bei mir ist das, nun ja, ähnlich. Also, es sind auch Zeichen meiner Göttin, oder zumindest. Nun ja, deute ich sie so. Aber ein Geweihter ist dieser Mann ja wohl nicht. Nein, ich denke nicht. Aber irgendetwas hat er an sich. Er kann das auf jeden Fall. Auch wenn Abel mir ihn für einen Scharlatan hält. Was noch eine andere Sache, die mich beschäftigt. Dieses ganze Hexen auf der einen Seite und Gräumer auf der anderen Seite. Ich fühle mich da wirklich hin und her gerissen. Habt ihr einen Rat für mich, wie ich mich in dieser Sache verhalten soll? Nun, es ist selten eine gute Entscheidung, nach seinem Hass zu gehen. Andererseits können Gefühle auch ein wichtiger Leitfaden sein. Aber sagen wir so, wenn ihr sie beide nicht leiden könnt, dann ist es am Ende des Tages wohl egal, gegen wen ihr vorgeht. Nun, ich denke... Im Anbetracht der Gesamtsituation sind die Gräume wohl das kleinere Übel. Sie sind mir auch nicht sympathisch mit ihrer Goldgier. Aber nun, was könnt ihr denn wirklich gegen sie tun? Nun, auch die Echse sollt ihr ja nicht töten. Ich denke, das würde uns in große Schwierigkeiten bringen, selbst wenn ihr es könntet. Aber den Schlinger kann ich töten. Und er ist ja auch eine Echse. Nun, wenn euch das Befriedigung verschafft... In Angoshs und Sumus Namen in jedem Fall. Aber ich muss leider sagen, dass es mich nicht wirklich in die Arena zieht. Dann geht nicht. Nun, Rafim darf ja auch nicht kämpfen. Aber sie hat uns ja gezeigt, wo die Granden sitzen. Vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit, um doch mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Das wäre auf jeden Fall denkbar. Und von außen könnt ihr auch noch Einfluss nehmen. Nun, vielleicht lernen wir ja jemanden kennen bei unserer Soiree. Jemand, der bereit wäre, uns in den geschützten Bereich mitzunehmen, in dem die Geranten sitzen. Nun, vielleicht gelingt es in der Tat. Und wer weiß, was sich dann dort oben ergibt. Ihr seid eine attraktive Frau für eine Menschin. Und ich denke, die Granden umgeben sich gerne mit schönen Dingen. Also... Warum sollten sie sich nicht mit euch umgeben wollen?
Gerade wenn ihr in Begleitung von Rafim seid. Ja, ich glaube auch, dass ich auf diese Weise unserer gemeinsamen Sache vielleicht dienlicher sein kann. Aber ich mache mir trotzdem ein wenig Sorgen um euch. Um mich? Wir haben schon ganz andere Dinge durchgestanden. Ich bin... Im Anbetracht der Gesamtsituation denke ich, eine Kleinigkeit. Naja, vielleicht keine Kleinigkeit. Aber mit mir und Abel mir als fähigen Zauberern, Jalan als passablem Schwertkämpfer und Diamantis als herausragendem Schützen, werden wir das schon hinkriegen. Wir schnappen uns einfach noch Tak von Kekrach und Gonner und dann sind wir eine stabile Gladiatorenmannschaft. Ja, daran habe ich auch schon gedacht, dass ihr Gonner zu eurem Schutz mitnehmen solltet. Ja. Das andererseits, ihr könnt ja ganz gut auf euch selbst aufpassen, nicht wahr? Naja, man tut, was man kann. Ich muss wohl noch ein paar Zauber in meinen Stab sprechen. Aber Vorbereitung ist halt nur die halbe Miete. Am Ende kommt es dann darauf an, was wir daraus machen. Abwarten. Gut, dann lasst euch nur nicht von eurem Zorn beherrschen. Solltet ihr unwahrscheinlicherweise doch die Gelegenheit bekommen, der Todesechse den Todesstoß zu geben. Ich glaube, das würde uns eher schaden als nützen. Ich will nichts versprechen, aber ich will es versuchen. Nun, das Gespräch war auf jeden Fall hilfreich. Vielen Dank, Zulamin. Es freut mich auch sehr, dass ihr an mich gedacht habt und mir noch erzählt habt, was ihr in dem Tagebuch gelesen habt. Aber natürlich, wenn die wirklich interessanten Geschichten kommen aus dem Jalans Hochzeitszeit, da werde ich auf jeden Fall an euch denken. Ich wette, der Langweiler hat nichts aufgeschrieben. Ach, in manchen Phasen ist er sehr ausführlich. Er hat fast eineinhalb Seiten nur über die Wappenaufteilung seines Schwertvaters geschrieben. Und wie sie im Zusammenhang mit Schnattermoor steht. Absurd, aber er scheint sich wohl für Wappen und derlei Dinge zu interessieren und da drehe ich ihm dann auch keinen Strick draus. Nun ja, das ist für diese mittelreichischen Adeligen sehr wichtig. Allerdings ist es wohl mehr als eine Notwendigkeit. Wir haben da wirklich Freude daran. Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber, na gut, ich meine, er muss ja irgendwo seine Lebensfreude hernehmen. Ich denke, es ist auch ein wenig wie der Klatsch, zu wissen, wer mit wem wie verwandt ist und was das für die Politik bedeuten könnte. Gut, ich verstehe. Na, in dem Fall macht das durchaus Sinn. Nun. Wie dem auch sei, ist dir erstmal egal. Wir sollten uns jetzt auf jeden Fall auf das Wesentliche konzentrieren, wie wir diesen Arena-Kampf gewinnen.